Herzlich willkommen zur Pressekonferenz hier aus dem Presseraum der Krefeld-Pinguine. Ja, anlässlich des dritten Spieltagwochenendes. Das heißt also gegen die Dresdner Eislöwen und die Kassel Huskies. Das sind die beiden Gegner. Und um über diese beiden Aufgaben zu sprechen, ist Thomas Popisch, der Cheftrainer der Krefeld-Pinguine. Hallo Thomas. Schön. Bevor wir ums Sportliche sprechen, einmal aus der medizinischen Abteilung vorweg eine Information. Jerome Flake wird dem Verein aufgrund gesundheitlicher Gründe eine Zeit lang, also unbestimmte Zeit, nicht zur Verfügung stehen. Er hat darum gebeten, dass wir die Gründe jetzt auch erstmal für uns behalten, also tatsächlich dann auch im persönlichen Bereich. Dem wollen wir natürlich nachkommen und respektieren da die Entscheidung von Jerome, wünschen ihm dementsprechend gute Besserung und sobald es da gemeinsam mehr zu verlauten gibt, werden wir natürlich da auch die Fans gemeinsam informieren. Ja, the show must go on. Dresden jetzt natürlich die nächste Aufgabe. Nochmal ein Blick zurück. Die erste Saisonniederlage, natürlich unrealistisch, 52 Spiele gewinnen zu wollen. Was hast du aus der ersten Niederlage gegen Ravensburg jetzt mitgenommen? Ja, wir müssen natürlich schauen, wo jedes Spiel so ein bisschen separat anschauen und unser erstes Ziel ist natürlich immer, ob jetzt auswärts oder zu Hause, natürlich unterm Spiel uns eine Chance zu erarbeiten, auch das Spiel zu gewinnen. Und das bedeutet natürlich viel Laufarbeit ohne Scheibe, gute Entscheidung aus der defensiven Zone nach vorne raus. Und da haben wir gerade in Ravensburg, glaube ich, viele schlechte Entscheidungen getroffen. Und trotzdem haben wir ab dem zweiten Drittel, glaube ich, gute Möglichkeiten gehabt, auch das Spiel nochmal zu drehen. Da hat uns dann die Entschlossenheit vom gegnerischen Tor gefehlt. Und deshalb hast du dann kurz vor Schluss ein 2-1-Spiel, wo du dann versuchst, natürlich nochmal alles auf eine Karte zu setzen, was dann nach hinten losgegangen ist. Aber im Großen und Ganzen sind genau die Punkte, die wir jetzt auch wieder fürs nächste Wochenende beherzigen müssen. Weil wir sind zwei Top-Mannschaften. Da ist oberste Priorität erstmal Spiel ohne Scheibe gut zu stehen und wenn du die Scheibe erobert hast, natürlich kluge, clevere Entscheidungen zu treffen, um nach vorne zu kommen. Die Ergebnisse von den Eislöwen jetzt oder das Ergebnis aus Selb ist ja wahrscheinlich auch bei euch bekannt, 7-0, die Niederlage dort. Was erwartest du da von den Eislöwen? Da wird es ja mit Sicherheit ein bisschen Wut im Bauch und eine andere Reaktion geben, oder? Ja, grundsätzlich weißt du natürlich gerade, dass in einem Start deiner Saison immer mal solche Ergebnisse auch passieren können. Wenn man sich das Spiel angeguckt hat, waren 40, 45 Schüsse für Dresden und 20 für Selb. Wenn du denn schaust, wie viele Tore selten schießen können, dann hätte es ein ganz anderes Ergebnis geben können. Aber gerade in der Startphase, denn jeder Schuss so ein bisschen drin, rutscht so ein Spiel weg. Das darfst du nicht überbewerten. Nur trotzdem wird natürlich auch der Trainer dort mit der Mannschaft zusammen sagen, wir wollen jetzt eine Reaktion sehen. Und deshalb erwarte ich die Mannschaft auch morgen sehr aggressiv, sehr laufstark gegen uns mit einem guten Vorcheck. Und für uns heißt das natürlich im gleichen Moment, wir müssen uns versuchen, schnell zu lösen und die Scheiben schnell rauszubringen. Über Jerome haben wir ja gerade schon mal kurz eine Anmerkung gegeben. Wie sieht es auf den restlichen Positionen aus? Wie ist der Krankenstand dort? Ich weiß jetzt nicht, wie es normal üblich ist. Bei uns ist es eigentlich immer so, wir geben jetzt nicht so viel Auskunft. Es gibt zwei Gründe dafür immer. Der erste Grund ist auch, dass wir jetzt den Gegner auch auf bestimmte Sachen einfach nicht vorbereiten wollen. Wenn Spieler, Schlüsselspieler vielleicht ausfallen oder das Zweite ist. Es ist auch so, dass wir oder ich ungern über den Krankenstand eines Spielers berichte, weil es ist jetzt eine Sache vielleicht, die dem Spieler selber oder er selber die Informationen geben kann oder muss. Und ich werde mich da sehr zurückhalten. Aber wir haben in dieser Woche den einen oder anderen kranken Spieler. Soweit kann ich natürlich sagen. Aber wir müssen immer abwarten, wie der letzte Stand ist und dann entscheiden wir immer am Spieltag, ob der Spieler spielfähig ist, ja oder nein. Gleiches gilt wahrscheinlich auch für die Torwartposition. Da wird wahrscheinlich auch wieder am Spieltag dann entschieden. Oder wie ist die Aufteilung dort, insbesondere auch mit den jungen Goalies geplant? Also ein junger Goalie wird am Freitag in Duisburg im Tor stehen. Der andere wird dann am Sonntag im Tor stehen. Und dann so haben wir einen Wechsel und so haben wir alle drei Torhüter am Wochenende in Spielpraxis. Dann würde ich einmal die Presserunde eröffnen tatsächlich. Ja, Thomas, zu den Verletzten willst du nicht viel sagen, aber wer war jetzt heute denn nicht auf dem Eis? Marcino habe ich auf der Bühne gesehen.
Was mit Fischer war auch nicht am Eis heute, richtig? Ja. Flake war nicht am Eis. Das waren es aber dann. Genau. Okay. Fox war, glaube ich, auch nicht am Eis. Oder? Genau. Fox auch nicht? Okay. Ja, nein, wie es ist wirklich nur so, es ist im normalen Leben, ich mag, wenn man damit offen umgeht, nur warum, oder es hat einfach, auch, ich glaube, in einer normalen Firma würde man auch nicht, geht man hin und sagt, der Mitarbeiter so und so hat die und die Krankheit, sondern er ist krankgeschrieben und es muss dann eigentlich auch einmal gut sein. Wenn der Spieler oder der Verein das anders sehen und anders wollen, jederzeit, ist aber nicht meine Aufgabe hier als Trainer, dann darüber zu berichten. Wir sagen ja auch immer nur entweder Oberkörper, Unterkörper, Verletzung oder sowas. Ich sag's mal ganz einfach, wenn ich jetzt einen Playmaker habe und der ist raus, dann weiß ich, dass ich meinen Piqué anders vorbereiten muss als so. Ja, so, es ist jetzt nicht so, wir wollen es nicht dramatisieren, ich will es auch nicht dramatisieren. Du hast eben richtig gesagt, welche Spieler nicht da sind oder heute waren. Nur auch da sind unterschiedliche Sachen, die dann vielleicht in der nächsten Woche besser sind, vielleicht morgen schon besser sind. Na, genau. Wie reagierst du dann jetzt auf den Ausfall von Flake? Der ist ja offiziell jetzt bekannt gegeben worden. Wen tust du da in der Reihe für ihn dann? Er hat ja jetzt in Ravensburg gespielt. Ja, wir müssen halt morgen schauen, wie dann die Spieler, die zurückkommen oder die drinnen sind, wie wir das auffüllen. Ich meine, der David hat einen guten Job gemacht in verschiedenen Reihen. Wir sagen ja immer oder reden viel darum, wir wollen so ein bisschen Pärchen behalten und wir haben in dem Bereich haben wir ja wirklich den John und wir haben einen Hopsi dabei, dass wir da einen dazustellen und so müssen wir eben auch weiterschauen. Wir haben Kuhne mit Kretsche und werden dann möglicherweise einen Jungen dazustellen. Jetzt fehlt Fischi mit Leon, so haben wir aber vielleicht Weißi mit ihm zusammen und so müssen wir einfach ein bisschen variieren und schauen, wie wir darüber rumkommen. Du hast ja mit der Mannschaft nochmal über das Spiel in Ravensburg sicher gesprochen. Gab es da irgendwie von Seiten der Spieler noch irgendwelche Kommentare oder Analysen, warum und weshalb das gerade im ersten Drittel nicht so gelaufen ist? Ja, es ist, deshalb sage ich ja, so ein bisschen auch manchmal Startphase der Saison und man hat es eben gesehen, ja auch, man hat es bei Dresden gesehen, man hat es bei Krimmetschau und Landshut gesehen. Es ist auch für die Spieler, da wieder den Rhythmus sofort zu finden und gleich so fokussiert sein und ich will das jetzt auch nicht überbewerten, aber im ersten Drittel waren wir halt nicht besser. Wir waren einen Tick schlechter, aber jetzt auch nicht so, dass wir uns an die Wand gespielt haben, sondern wir hatten auch noch 3-4 Möglichkeiten und haben auch das 2-1 geschossen, genug Zeit auch im Spiel zurückzukommen. Danach war eine hohe Laufbereitschaft da, Zweikampfstärke war da, also alles Sachen, die dann ja, in die richtige Richtung gehen und man darf es auch nicht vergessen, das ist auch wieder eine lange Busfahrt dahin. Die Spieler müssen sich auch da wieder dran gewöhnen, den Rhythmus zu finden mit diesen Busreisen und deshalb manchmal Anfang der Saison hast du denn solche Situationen, die du vielleicht nicht ganz genau erklären kannst. Aber ihr seid ja einen Tag vorher auch hingefahren. Das hat damit nichts zu tun. Der Samstag in der Regeneration auch zu Hause ist was anderes, als wenn du denn einen Tag vorher fährst. Also das sind manchmal Sachen, die nicht zu 100% wirklich, wenn man sagen, auf den Punkt so ist es oder so ist es nicht. Vielleicht war auch Ravensburg ein Tick besser vorbereitet oder aggressiver. Jetzt triffst du ja morgen auf einen ehemaligen Trainerkollegen aus der DEL. Wie bewertest du jetzt sein System, seine Spielweise? Kann man sich darauf einstellen ganz gut? Ja, was heißt einstellen? Ich glaube, viele Sachen sind ähnlich, sind auch ähnlich wie bei uns. Der Sunny legt immer Wert auf eine laufstarke Mannschaft, zweikampfstarke Mannschaft, will sehr aggressiv spielen, gerade in den Special Teams auch Unterzahl. Und da wird es jetzt keine großen Geheimnisse geben, ob der jetzt die eine oder andere Sache umstellt. Aber du wirst sehen, dass sie sehr laufstark sind. Das ist ein wichtiger Punkt in seinem Spiel und war schon in allen Stationen so gewesen. Und deshalb bereiten wir uns davor, aber auch da wieder die ersten 10-12 Spiele schauen wir mehr auf unser Spiel, dass wir unser Spiel sauber durchbringen, dass wir unsere Positionen gut halten, unsere Struktur, Disziplin halten, weil auch da siehst du natürlich auch eine Qualität bei Dresden, dass schon ihr Powerplay sehr gut funktioniert und da musst du halt versuchen, nicht zu viele Möglichkeiten zuzulassen. Jetzt sind ja alle Mannschaften noch nicht so auf dem Stand, wo du sagst, so, wir sind jetzt fertig eigentlich, ne, weil die Saison ja gerade erst begonnen hat. Ist es da eigentlich vielleicht ein Vorteil, dass man gegen zwei Top-Teams spielt, die jetzt am Saisonbeginn? Oder ist das...
es gibt manchmal diese Meinung, dass man eigentlich diese Top-Teams zum Saisonbeginn eher schlagen kann. Nur ganz zum Schluss zähle ich uns natürlich auch dazu. Also von daher denke ich, dass es ja ein gutes Kräftemessen ist, eine gute Standortbestimmung beider Spiele. Und bis sowieso denn ja eine anstrengende Woche mit dem Mittwochspiel mittendrin. Und da wird es eben doch viele Sachen drauf ankommen. Gute Regeneration, dass du im Kopf klar wirst, wieder mal frei bist. Und, aber wir fokussieren uns erstmal und das ist wichtig, Freitag für das Spiel. Ja, Thomas, jetzt gibt es möglicherweise einige Ausfälle, wie du sagtest. Ich habe gesehen, Buschmann war heute wieder im Training. Ist da auch schon eine Option? Kann der spielen oder ist er noch nicht so weit? Also er hat mir heute signalisiert, dass es eine Option ist, ja. Okay. Wenn vorne dann vielleicht der ein oder andere ausfällt, Rifos vielleicht wieder nach vorne, wenn Buschi hinten reinrückt, ja? Eine Option, ja. Könnte sein. Ja. Alles klar, danke. In den ersten vier Spielen habt ihr ein Powerplay-Tor erzielt, hattet schon einige Gelegenheiten, auch mal eine fünfminütige Überzahl. Hast du da die Woche nochmal was verändert oder wo willst du da in den nächsten Tagen, Wochen dran ansetzen? Ja, es ist natürlich immer so ein Dauerthema über die ganze Saison, sind immer Special Teams, Powerplay. Wir haben gerade in dem einen oder anderen Spiel was wir denn glücklicherweise oder eigentlich auch noch gewinnen konnten, viele Chancen liegen lassen. Aber du wirst sehen, dass gerade in den nächsten Wochen gerade diese Situationen sehr entscheidend sind. Nicht nur, ob du ein Tor schießt, sondern auch, ob du Momentum auf deine Seite holst. Und deshalb haben wir natürlich auch in dieser Woche wieder versucht, intensiv dran zu arbeiten. Haben auch die ein oder andere Umstellung da nochmal vorgenommen, weil wir die auch vornehmen mussten. Aber das wird eben dieser Prozess wird immer weitergehen. Da sind wir noch lange nicht da, wo wir hinwollen. Die Leichtigkeit, die Ausführung ist eben noch nicht da. Und trotzdem haben wir auch heute wieder gesehen im Training, dass die Jungs auch wieder viele Aktionen hatten, wo auch viele gute Abschlüsse waren. Und da müssen wir uns weiter aufbauen, positiven Sachen sehen und dann schauen, dass die Jungs dann auch Vertrauen bekommen. Vertrauen in ihre Plays bekommen, Vertrauen in sich selber bekommen. Es weitere Fragen? Nein, das sieht nicht so aus. Dann noch einmal der Zwischenstand beim Kartenverkauf. Da sind wir zurzeit bei 3.600 verkauften Karten für morgen. Ja, wenn das Wetter so bleibt, hoffen wir, dass das noch ein bisschen hochgeht. Aber nichtsdestotrotz freuen wir uns auf das erste Kräftemessen mit den Eislöwen. Dann darf ich mich mal bei dir bedanken, Thomas. Danke für deine Zeit. Danke natürlich auch an die Pressevertreter hier vor Ort und natürlich auch an die Zuschauer bei Sportdeutschland TV. Wir sehen uns dann morgen hier in der JHL Arena wieder. Bis dann.